klingt irgendwie. Ach doch, da geht die Tür von auf. Oh mein Gott, ich fahr zurück. Schiff. Pass auf. Jo, ich seh's. Aber die Tür ist aufgegangen dadurch. Okay. Absicherung, eine Ender-Chest. Oh, immer. Ich tu mal meine Pfeile rein, die ich nicht erworben hab. Mein Diamant tu ich rein. Die ganzen Tränke. Zeig ich jetzt nochmal aus. Oh, ich will nicht. Also, ich bin nicht gestorben. Nee, ich will auch nicht sterben. Ja, ich hab das ganze Essen. Hahaha. Hä? Das Jump and Run darfst du springen. Ja, allerdings, das darfst du echt springen. Und komm aber erstmal. Jetzt häng ich in der. Warte, ich häng grad in der Spinnenwebe. Na, komm ich da auch mal raus. Der Ender-Chatter. Du wolltest was zu essen haben, gell? Ja, aber hier ist auch nochmal Fleisch drin, ne? Oh. Nein, hier. Da ist deine Kiste. Ja, ich hab trotzdem noch die Torches nehmen noch mit und das Schreibenschwert nehmen auch noch mit. Da ist nochmal Kohle. Packen wir das noch rein. Ich packe das einfach mal aufeinander, weil ich habe da was für dich und da was für dich. So wenig. Hä? Auch grad selbst was. Guck dir grad mal das Jump'n'Run an. Ich wünsche uns viel Glück. Hier liegen noch zwei, was? Da ist ein Button. Warte, ich bring da grad mal hin. Haha. Wie gut, dass es hier eine Ender-Chest gibt. Boah, ich baller da alles rein, ne? Ja. Instant. Ich weiß eh schon, dass ich sterben werde. Sehr hoffnungsvoll. Meine Ender-Chest ist voll, gell? Ja, meine gleich. Nee, Rüstung könnte ich noch reinpacken, weil. Nee, die da ist ein ja, oder. Doch, weil dann ist es nämlich. Nein! Okay. Born. TP. Spawn warte mal. Falsch? Ja. Ich hab Spawn neu gesetzt. Was sind das für Fläschchen? Ungesund. Ocean of Poison, hä? Ungesund. Achso. Kannst du mal eine trinken? Nee, hey, lass mal. Bist du zuerst springen? Oh, lass doch mal durchschwimmen, ey. Ich hab da jetzt schon keinen Bock drauf. Hey, wo steckt man denn da fest? Warte mal, ein. Warte, TPS zu haben. Hier runter. Ich seh nix. Ich auch nicht. Nein! Ich war oben drauf. Vorne. Stand auf dem Weg. Was? Ey Mann, das ist doch schwul. Das geht aber. Ich stand ja oben drauf auf dem nächsten Block. Stand ja oben drauf schon. Deswegen. Geh mal weg. Wichser. Ich hol mir gleich Pfeil und Bogen und dann. Nein! Ist Feierabend hier. Dann wieder drauf, ich bin nur wieder zu weit gesprungen. Du springst zu kurz. Drauf. Ja, das draufstehen, das ist kein Problem, aber guck mal, wie es weitergeht. Hä? Na, wenn schwer. Du auf dem mittleren Block da stehst. Nein! Also auf dem Posten. Ich war auf dem Posten. Ich hatte aber noch zu viel Schwung. Scheiße, Mann. Ja. Schade, ich hätte dich noch lange festgehalten. Ja. Nein, zu spät gesprungen. Ich stand schon wieder auf dem Posten. Ja. Boah, ist das ein Abfuck. Deswegen würde ich nie eine Jump'n'Run mitspielen. Scheiße, na gut, ich schaff's wenigstens auf dem Posten, ne? Oh. Ups, da war ich. Ich hab zu lang Shift gedrückt.
Nein! Da war doppelt. Du fehlst aber mehr als ich. Nein, wir fehlen beide. Jede Runde. Du musst auf dem Pfosten ganz schnell Shift drücken. Das okay. War voll schwer. Was war jetzt? Hast du den Button gedrückt? Ey, du stell mich direkt hinterher. Ich hab dir mal den ersten Sprung. Aus, Mann. Was war denn das jetzt gerade, Vince? Warum war der draußen und wir drin? Weil du so schlecht bist. What the fuck? Nein! Was machst du? Weiß ich heule noch nicht. Gleich. Ich warte mal hier auf dich. Hallo, Andi. Was denn? Runter. Nein, hör auf, hör auf! Ich kann so nicht springen, Wichser. Geh weg! Jetzt kannst du dich teleportieren, hier sind zwei Blöcke. Oh. Bleib jetzt hier. Bleib hier. Damit ich mich zurück teleportieren kann im Notfall. Ja. Warte kurz. Damit ich mich eben teleportieren kann. Hilf mir dich. Jetzt darfst du probieren. Er fällt einfach instant. Ich bin drüben. Und du? Ich bin nicht gesprungen zur Absicherung. Ja, okay, gut. Dann nehmen wir mal wieder eine Rüstung. Alles wieder mit. Alles dank mir haben wir es geschafft. Sonst wäre es nie. Meinst du, da kommen noch mehr in der Chest oder sind nur die einzigen? Ich weiß es nicht. Ich lasse einfach den Rest drin. Ich nehme mir meine Bogen, was zu essen, ganz viel zu essen und mein Schwert, meine zwei Schwerter. Ich nehme das andere Zeug auch noch mit. Bitte, was sind das denn für zwei Hebel? Erstmal bei dir drücken. Hä? Ich habe beide gedrückt. Keine Ahnung. Ah, jetzt geht's zu dem Haus da. Ah, da wo ich eben war. Ja. Du hast dich gerade aufgesammelt. Ich weiß, da hing dran, du bist zu früh hier. Ach so. Hier sind Diamanten. Hier sind ganz viele Maps, die darfst du jetzt vorlesen. Oh je. 19, 18, 17 gibt's keine, oder war die Kiste leer, Vince? Die war leer. Hier noch ein bisschen Fleisch, da war nur Fleisch drin. Also, dies war das Haus von Mr. Fuji. Er war ein sehr Butschi oder sowas, warte. Da. Butschi. Er war ein sehr wohlhabender Mann. Man wusste, dass er aus Leidenschaft Endermans züchtete und deswegen auch nicht sehr oft von den Menschen gesehen wurde. Als er aber eines Tages mit den Enderperlen experimentierte, verschwand er und wurde nie wieder gesehen. Weil Mr. Fuji schon alt war und in seinem Leben schon viele Endermans gezüchtet hatte, wusste man, dass er die Enderperlen in seinem Haus in insgesamt zwei Kisten versteckt hatte. Außerdem errichtete er sich ein Schlafplatz mit Sicht auf die Kirche. Was? Mit Schicht? Ich denke mal mit Sicht auf die Kirche. Ja, offenbar interessierte ihn die Kirche besonders. Ja, da war ich eben. Ist in der zweiten Etage, sonst ist da nichts. Ist da nichts außer Aussicht? Nee, in der zweiten Etage, da ist das Bett mit Aussicht zum Turm. Da steht nur: Das Dach der Kirche scheint interessant zu sein, mit dem Blick auf den Leuchtturm, Kirchenturm. Okay, mal weiter hoch, mal sehen. Weil es meinten,